Eislaufvergnügen mitten in der Innenstadt. Nur eins fehlt, das Eis. Denn es wird auf einer Kunststofffläche gefahren. Das ist für Antje und ihrem vierjährigen Sohn Johannes kein Problem. Nur etwas in Schwung kommen und schon kann es losgehen. Für mich was Besonderes, weil ich früher jedes Jahr fahren konnte auf den Feldern. Da war es jedes Jahr gefroren bei uns. Also ich komme vom Dorf im Landkreis Cuxhaven, genau. Und jetzt wohne ich in Oldenburg und bin froh, dass es hier jetzt eine Eisbahn gibt. Bei jedem Wetter können nun fast zwei Monate lang die Kufen über das Eis, pardon, über das Plastikeis gleiten. So soll die City wieder attraktiver für die Menschen werden, hofft auf jeden Fall die Stadt Oldenburg. Wir haben in den letzten zwei Jahren deutlich gemerkt, dass weniger Besucherinnen und Besucher in die Stadt kommen, Corona-bedingt. Und hiermit wollen wir eben, wie gesagt, Aufwind schaffen, die Geschäfte und auch Gastronomie und alles in der Innenstadt wieder zu unterstützen und weitere Besucherinnen und Besucher hierher zu bringen. In Zeiten explodierender Energiekosten ist aus Spargründen aus einem Eiszauber ein Kunststoffzauber geworden. Aber keine Angst, das verwendete Material ist zu 100% recycelbar und schadstofffrei. Die normalen Schlittschuhe, die man kennt, haben ja vorher noch solche Zacken vorne, die bohren sich hier in so Kunsteisplatten rein. Das ist nicht zu, das ist nicht Sinn und Zweck. Deshalb haben wir hier Schlittschuhe, die man umsonst gegen einen Pfand kostenlos leihen kann und vor Ort haben. Also hat keiner eine Ausrede. Jeder kann auch einfach hier vorbeigehen, gucken, was ist hier und kann sofort starten. Kleiner Wermutstropfen, das Vergnügen kostet Eintritt. Trotzdem muss das Land und die Stadt insgesamt 110.000 Euro dazugeben. Aber für Schulklassen und gemeinnützige Einrichtungen ist die Bahn vormittags nach Anmeldung kostenfrei geöffnet. Sicherlich muss man darüber diskutieren, vor dem Hintergrund der Klimaveränderung, ob das eine Alternative dann ist. Aber wie gesagt, das werden wir eben schauen. Wie wird es angenommen? Was sind die Rückmeldungen? Was steht auch am Ende unterm Strich? Nach den ersten gezogenen Bahnen sind Antje und Johannes ganz angetan von Schlittschuhen auf Plastik. Man merkt schon den Unterschied, aber für mich ist das jetzt nicht so gravierend. Also es hat trotzdem Spaß gemacht und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also für das Erlebnis Schlittschuhfahren reicht das. Also ist es gut. Auf jeden Fall macht Spaß. Eislaufen ohne Frostgefahr, das geht ab heute noch bis Mitte März in Oldenburg.